Und damit auf ein neues, zu einer neuen Folge von Let's Play Genshin Impact. Alter, also für mich ist es lange her. Und es gibt auch, sagen wir mal, ein paar Sachen zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Internet ist. Ist aussieht nicht so gut. Aber hier beispielsweise gibt es ein neues Banner, wo man Arataki Ito ziehen kann. Ich habe jetzt auch schon mal 10. Weg. Aber ich glaube, wir müssen erstmal die Story machen. Ich will nicht kämpfen. Lass mich in Ruhe. So, was ist denn hier los? Der Nebel war aber schon beim letzten Mal so ein großes Thema, glaube ich. Nicht, dass wir gleich wieder verschwinden. Wie komme ich da hin? Ist das jetzt wirklich auf der Bergspitze? Ich glaube schon, oder? Alter, die Musik. Oh, die ist so gefühlsvoll. Oh, die Stimmung. Ist das eher... Nee, das gehört an den Baum. Oh, ist das ein Vogel? Nein, das sind Blätter. Oh, ich dachte, das ist was Besonderes. Was tut denn? Hallo, darf ich mal? Wo ist... Nicht runterfallen. Was ist da denn? Warum ist da so ein Symbol? Hier sind überall so Symbole. Oh, da ist ein Elektro-Ding. Kriegen wir das? Sich nur trauen. Leute, ihr müsst euch Sachen im Leben mal trauen. Tiefer. Warte mal. Ist der. Ippe. Ruhe. Darf ich vorstellen, das sind Makiri und Ippe. Na, hallo, wie geht's? Ja, der Nistbaum ist in besserer Verfassung. Das Fest wird dieses Jahr bestimmt gut laufen. Rede nicht nur, kümmere dich nicht um den Nistbaum. Schließlich ist der Nistbaum der Schlüssel des Fests. Es ist der Baum, auf dem der Donauvogel einst ruhte. Auch sagte Großvater, solange der Nistbaum noch geweiht ist und gepflegt wird, bedeutet das, dass wir den Donauvogel noch verehren. Wenn der Nistbaum aber zerstört wird... Ich weiß, aber das diesjährige Fest ist immer ein kleiner Vermutstropfen. Aber was mich noch immer beunruhigt, ist die Frage, warum ich... Bin ich der Einzige, der arbeitet? Na, wir sind zuverlässig. Na gut, dann helf uns bitte. Federn soll man in der Nähe finden. Hat dir das der Opa nicht erzählt?
Diese Pflege ist eine Art, die Fremdkörper loszuwerden. Also, wenn alle Federn weg sind, dann ist es gereinigt. Also bringt die Federn ab, geht die Post. Wirklich stellt sie sich dumm. Wie auch immer, wir müssen nur die Federn finden, ja? Das sind aber komische Federn. Also, sie können leicht gefunden werden. Ach, mein Gott, diese Leute sprechen immer viel zu viel. Naja, egal, sag nicht sowas. Entschuldige bitte, Hilfe! Wir müssen die Federn sammeln. Na gut, wir berühren die. Berühre den Nistbaum mal L1 plus hoch. Nistbäume von Tsurumi. Es gibt nicht nur einen. Den Einheimischen der Insel Tsurumi zufolge saß der Donnervogel einst auf diesen Bäumen. Deshalb muss man ihnen Opfergaben bringen. Berühre die Nistbäume und die Kraft in ihr wird sich in drei Federn verwandeln und davon fliegen. Sammle die verstreute Kraft ein, um die Opferung abzuschließen. Das war falsch. Die Einheimischen. So, das ist der gleiche Text. Okay. Natürlich. Die fliegen ja bestimmt nach Timbuktu, aber hier ist eine. Ja. Warum soll ich den Elementarblick nehmen, wenn man die auf der Karte sieht? Interessant. Ach, das wird nicht das letzte Mal bleiben. Ist das da oben? Wo ist die letzte? Ich bin noch sozusagen auf ihr drauf, da ist sie. Das ist echt stimmungsvoll hier. Ich will eigentlich nicht dazwischen quasseln. Hä? Was soll mir das sagen? Stadt der Ruhe besiegt, okay. Hier, Ruhe, wir haben es geschafft. Endlich. Ja, danke für deine Arbeit. Ihr seid zurück. Ah, wir sind zurück, ja. Kappa-Chia wird sich freuen. Wer ist das? Wir sind Freunde. Sie hört gern Lieder, die ich singe. Während des Fests würde ich für Kappa-Chia singen. Ja, singen ist toll. Ich brauche die Moschee. Was zum Teufel labern die alles? Naja, ich komme dann später vorbei. Tschüss, wir sehen uns bald. Geh zur Feststätte, wo ist die? Ist der Nebel weggegangen? Kann sein. Moschiri-Feststätte. Irgendwie verstehe ich teilweise nur Bahnhof, aber... Naja, solange wir vorankommen, ist ja alles gut. So. Turn around. Sieht aber sehr gruselig aus. Suche nach dem Priester. Bist du der Priester? Hallo. Na, ich weiß nicht, wann das Fest beginnen wird. Egal. Also, wird doch gepflegt, oder? Es gibt noch drei davon. Also, wo sind die anderen? Ach, jetzt weiß ich, wo die anderen drei sind, da wo der Nebel ist, oder? Gut, dann helfen wir. Findet einen Weg durch den Nebel. Findet einen Weg durch den Nebel und bringe ein Opfer an den Nistbäumen. Ja, ich nehme jetzt einfach mal an, dass das immer hier ist. Das heißt... Wir fangen hier an, weil da ist der Teleporter am nächsten. Es wird mir ein Video von Knossi vorgeschlagen. Na super. Warum habe ich den... Warte mal. So. Ja, das war das. Mann, nur Gestein wäre wichtiger. Egal. Ist das das? Ja.
Hier ist ein Weg. Den sollten wir mehr oder weniger folgen. Was ist das denn? Das ist interessant. Mein Team ist halt auch nur so provisorisch im Moment. Ist das der Baum? Sollte sein, oder? Wir sollten bei den Lichtern bleiben, oder? Ich denke mal. Ich will nicht kämpfen. Crush! Kann ich nicht einfach sagen, ich will weg? Lass mich. More speed. Geht nicht. Ich kann dir doch bestimmt ausweichen. Ich werde nicht kämpfen. Ich gucke jetzt erstmal, wo hier das Ding ist. Ist hier drin was? Oh nein, noch mehr Gegner. Ach, das ist da drunter. Wie tief geht's denn da wieder runter? Ja, warte mal. Bevor ich da runter gehe, will ich gucken, ob ich die jetzt weggelockt habe. War der Baum? Oh Gott, jetzt bin ich ja voll rein. Und da ist doch der Baum. Ich will wieder weg. Lass mich. Da ist jetzt runtergesprungen. Ja, tot. Wo ist der Baum? Da ist der Baum. Da sind ja wieder. Die wollen nicht sterben. Ich muss sie besiegen. Oh, ich will nicht. Ich kann ja gar nicht. Ja. Mich nicht. Shine down. Ja, natürlich bringt mich halt gleich ganz um. Lass mich doch. Wo war das? War das hier? Essen. Okay, da haben wir noch ein paar Sachen. Ja, ein paar. Warum sind denn die anderen auch so tot? Warte mal, stopp, ich will ja Verstärkung einsetzen. Angriff. Das ist, na gut, noch nicht so wichtig. Und Defensive. Take flight! There is no escape! Ja, Kamisato hat einen zum anderen. Erstmal heil mich für dich. So. Stopp doch.
for mercy. Nein, Abgang. Crush. Ich kann halt die Technik ohne. Beg for mercy. Hey, lass mich. Ihr seid nicht zuständig. Geht weg. Lass mich. Kommen die gefühlt immer wieder, was soll das? Was soll ich denn machen? Okay, dann werde ich mich wahrscheinlich für den nächsten Part informieren, aber... Was ist das? Ey, das gibt's nicht. Dann lasst mich in Ruhe wenigstens, ja? Ich habe euch nichts getan. Wo ist denn hier eigentlich das Ding? Das war doch da unten. Ah, genau. Ah, ich sehe nichts. Natürlich ist hier sowas. Elektrokranum. Ist natürlich alles ruhig. Okay, es ist nicht. Nur solange ich da wegbleibe. Was bist du denn? Felsenfressender Garm. Ach, das sind die Dinger. Jetzt laufe ich hier natürlich irgendwo rum, wo ich nicht hingehöre. Was ist das? Warum sind die alle so stark? Was soll das? Ich will nicht. Random irgendwo rumlaufen, yeah. Hey, da oben ist ein Netz, das kriegen wir. Wollen noch nicht von mir ablassen. Nimm's doch. Zu dumm für alles. Das sind mir eindeutig zu viele Gegner. Was soll das? Nicht an jeden Baum sind dann so blöde Gegner. Das ist nicht zu glauben. Okay, jetzt sind wir hier bei einem Teleporter. Ja gut. Aber da waren wir auch noch nicht, wo der Dungeon ist. Da kann man auch noch hin. Es gibt halt noch so viele Sachen. Da, zum Heilen. Erstmal lassen wir uns heilen. Haben wir nicht eine kleine Aufgabe noch oder so? Komm, wir versuchen. Heile hier von Stromprüfung. Herausforderung. Dich. Ich habe keine Ahnung, wie der Rest ist. So. Was ist das hier für eine Challenge? Wie zeigt sich das? Come on, zeig mir, was das ist. Ja. Aber diese Ladezeiten. In die Prüfung von verloren. Na. Verlorene Stadt an der Front Reich des Lichts musst du alle alten Ruinen innerhalb der vorgegebenen Zeit finden und aktivieren, um den Zugang zu der letzten Herausforderung zu erhalten. Alte Ruinen sind der Schlüssel zum Freischalten der letzten Herausforderung. Jede Prüfung enthält 3 deaktivierte alte Ruinen. Ach, ich kann nicht alles lesen.
Was? Wir versuchen einfach mal. Tataglia. Da hinten ist doch was Rotes. Bin mal gespannt. Das ist ja ein Bogenschütze. Wenn man nicht mit dem Weg. Illusion shattered. Ich dachte, die Gegner wären dann schwächer. Okay, das ist auch wieder so eine Aufgabe, wo ich mal so an. Hau nervig. Horn to oblivion. Shine down. Wieso nicht? Wie viele kommen denn hier noch? Wie war das denn nochmal mit dem zu wechseln? Eyes on me. Lass das doch mal, was soll das denn? Habt ihr doch alles getan? Da ist noch jemand, hallo. There is no escape. Die roten Dinger, wo ist rot? Ich sehe kein Rot. Egal, wir rennen rein. Aber eine halbe Stunde hat man Zeit. Ist das nicht ein bisschen viel? Was liegt denn hier rum? Angriff plus, oder ist was? Und da hinten. Ah, hier. Das sind zwei Gegner. Remove all obstacles. Was seid ihr denn? Inazuma shines eternal. Was seid ihr denn? Ihr seht nicht so aus, als hättet ihr Spaß mit mir. Nein, lass mich. Ich hab doch nichts getan. Hallo. Achso, ich habe ein Schutzschild. You can run, but you can't hide. Hört auf damit, ihr komischen Echsenviechers. Also, wenn ich sage, du sollst es lassen, heißt das nicht, dass es was. Shine down. Na geht doch. Was passiert denn? Wo war denn noch was Rotes? Da. Habe ich das eingesetzt? Time to act. Rain outlines your fate. Ich hasse diese Viecher. Rip time. Lass das sein. Ich mag euch nicht. Es reicht ja, wenn wir eins besiegen und dann kann man gut voran. No, my soul. Let me leave you a verse. Ach ja. Aber ich dachte, hier bekommen wir dann nur so ein Schutzschild. You can run, but you can't hide. I'm und ein Tataglia. Quite impressed. So, sehr gut. Ruinenauslöser, was geht jetzt ab? Ach, da kommt ja noch was.
dachte, das war's. Ja! Mein Gott, jetzt sind die schon wieder da. Gott. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt schon zapp für immer. Okay, man sollte überlegen. Okay, die Kleinen besiegt man ganz gut. Kann die mich heilen? Nee, kann ich nicht. Ja, wenn ich tot bin, bin ich tot, würde ich sagen. Torn to oblivion. Illusion shattered. Not bad. Crew, that silver. There is no escape. Was hier liegt noch der Chef, na toll. Ja toll, wie soll das denn gehen? Das ist ja... nee. Nein, lass mich. Ich hab nichts ge... ja, jetzt hat der Test wieder. Nein. Das war sehr wütend. Body and mind. Brain outlines your fate. Ja, na klar. Tolles Ende für den Part, super. Ich sag trotzdem, ich hoffe, euch hat was gefallen. Und ich schalte in der nächsten Folge von Let's Play Genshin Impact wieder ein. Es gibt so viel zu machen. Ich habe keine Ahnung, was wir tun, aber... seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Also nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann, tschüss.